sehen Sie jetzt eine kleine Vorschau auf die Themen von Modellbahn TV Ausgabe Nr. 67. Zum 9. Mal fanden rund um Altenbeken die Eisenbahn- und Kulturtage statt. Wie immer unter dem Motto Vivat Viadukt. Vom Altenbekener Viadukt zur Modellbundesbahn in Brakel sind es 25 Kilometer. Der Eisenbahnknoten Ottbergen und der Bahnhof Driburg stehen dort im Mittelpunkt. Das kann man schon auf den ersten Blick erkennen. Und dass wir uns hier im Weserbergland befinden. In den Augen vieler Experten ist Weinert Modellbau der Lieferant für hochdetaillierte Produkte. Schon vor langer Zeit begann der gelernte Zahntechniker und Feinmechaniker Rolf Weinert, eine Idee in die Tat umzusetzen, auch deshalb, weil er die Modellbahnerei als Hobby sehr schätzte. Die Weichen sind großartig, nicht nur wegen ihrer Maßstäblichkeit, sondern auch deshalb, weil sie technisch und optisch glänzen. Zweifellos sind aber die insgesamt vier angetriebenen Lüfterrotoren eines der Highlights der neuen V320. Nach dem Lösen von vier Schrauben lässt sich das schwere Metallgehäuse einfach abnehmen. Sofort fallen die vier kleinen Motoren auf, die jeweils einen Lüfter antreiben. Die Fahreigenschaften und auch die Zugkräfte sind einwandfrei. Insgesamt ein imposantes Schwergewicht, das auf der Anlage niemanden enttäuschen dürfte. Wie es sich für eine schwere Güterzuglok gehört, rollt der ölgefeuerte Jumbo bedächtig ins Schaufenster. Es handelt sich dabei um eine Märklin-Neuentwicklung. Weitere Varianten des Multicar M22 bereichern das H0-Sortiment, wie diese beiden, die als Kommunalfahrzeug und Betriebsfeuerwehrauto ausgeführt sind. Ein reichhaltig ausgestattetes Sägewerk präsentiert Busch in der Baugröße H0. Damit ich die Lampe vernünftig zusammenbauen kann, fehlt mir jetzt noch eine Bohrung. 4 mm groß muss die sein, die werde ich jetzt einbringen. So sieht es jetzt erstmal aus, dass hier hinten trenne ich jetzt mit Hilfe einer Trennscheibe ab. Mit ruhiger Hand durchgefädelt. So aufpassen, dass das Kabel nicht verheddert. Seit 2008 entsteht eine Anlage, die rund um das Jahr 1970 spielt. Die Landschaft ist typisch norddeutsch und unglaublich realistisch gestaltet. In der Regel ist die Bassumer-Truppe zweimal wöchentlich in der 300 Quadratmeter großen Halle bei der Anlage. Dann wird diskutiert, geplant und gebaut. Die Wagen werden über Funk DCC gesteuert. Man kann also jetzt praktisch einen Magnetstreifen in die Straße legen und stellt das Auto an. Es fährt immer auf dem Magnetstreifen weiter. Modellbahn TV. Große Bilder von der kleinen Bahn.